Der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler und Kryptopionier Philipp Sander ist mit nur 43 Jahren gestorben. Philipp Sander ist ein angesehener deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Professor und Kryptopionier. Im Januar 2022 leitete er das Frankfurt School Blockchain Center, FSBC, ein Forschungsinstitut an der Frankfurt School of Finance and Management. Das Zentrum widmet sich intensiv der Erforschung von Blockchain-Technologien und Kryptowährungen sowie deren Auswirkungen auf die Wirtschaft. Mit gerade einmal 43 Jahren hat er mehr erreicht als viele andere in einem doppelt so langen Leben. Schon vor dem ersten Krypto-Hype im Jahr 2017 erklärte er unermüdlich Zuhörergruppen über Bitcoin und Blockchain. Dies geschah weit bevor der Bitcoin sein damaliges Allzeithoch von $20.000 erreichte und erstmals ein breiteres mediales Publikum erreichte. Er erkannte früh das Potenzial der Blockchain als Grundlage für die Tokenökonomie und verlieh der Disruption durch Distributed Ledger-Technologie durch seinen Professorentitel die notwendige Gravitas. Unabhängig von Hypezyklen und Skandalen blieb er überzeugungstreu und konstant. Mit zahlreichen Veröffentlichungen zu Blockchain-Technologie und Kryptowährungen hat Philipp Sander umfassende Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet geleistet. Darüber hinaus hat er in verschiedenen Positionen in der Finanz- und Technologiebranche gearbeitet. Möge er in Frieden ruhen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank!